Tief in Albions Wäldern lag die kleine Stadt Orgwell, unverändert vom Lauf der Zeit und unberührt vom Schwert. Hier lebte ein Junge und seine Familie. Ein Junge, der von Größe träumte. Davon, ein Held zu sein. Manchmal stellte er sich vor, ein edler Ritter oder ein Hexenmeister zu sein. Gelegentlich träumte er davon, ein böser Krieger zu sein. Aber in seinen Träumen von Größe hätte er sich nicht vorstellen können, was die Macht des Schicksals für ihn vorgesehen hatte. Los, Zeit aufzuwachen! Schon wieder Tagträume, ja? Ganz wie die Mutter, geistig immer abwesend. Los, tu was Vernünftiges und such deine Schwester, ja? Sie spielt am Tor des Grabhügelfeldes. Vergiss nicht, du hast ihr das Geburtstagsgeschenk noch nicht gegeben. Sag nicht, du hättest noch keins für sie. Tja, diesmal hau ich dich nicht raus, mein Sohn. Ich sag dir was, du bekommst ein Goldstück für jede gute Tat in und um Oakvale. Das sollte für ein Geschenk eigentlich genügen. Bewegung und schön Ärger aus dem Weg gehen. Wenn ich etwas über dein gutes Benehmen höre, gebe ich dir Geld für das Geburtstag. Deine Mutter ist in letzter Zeit häufig nicht zu Hause, was? Und wenn deine Frau uns findet? Mach dir wegen meiner Frau keine Sorgen. Ich mach gerade meine Wäsche. Oh, komm her, kleines Vögelchen. Was? Ich wollte doch nur... Ich kenne diese Frau überhaupt nicht. Wer ist sie? Hör her, kein Wort davon. Hast du verstanden? Meine Frau ist mit den Kindern daheim und ich bin angeblich bei der Arbeit. Aber ein Mann sollte tun und lassen können, was er will, richtig? Wenn du dieses kleine Geheimnis bewahrst, gebe ich dir... Guter Junge, hier, nimm das Goldstück. Ich rate dir, binde dich nie an... Denk an dich selbst. Vergiss... Ich liebe dich mehr als alle anderen. Wenn ich sein Vater wäre, gäbe es Saures. Deine Mutter ist in letzter Zeit häufig nicht zu Hause, was? Früher öffnen würde. Ich bin am Verdursten. Hallo Junge, ich bin Händler. Ich ziehe herum und kaufe. Ein kleines Mädchen sagte, ihr hättet eine Schwester und die hätte Geburtstag. Anscheinend hast du noch kein Geschenk für sie. Zufällig habe ich hier eine Schachtel mit leckeren Süßigkeiten. Die erfreuen garantiert jede Schwester. Und das für nur 3 Goldstücke.
Vielleicht später. Nicht vergessen. 3 Goldmünzen. Wenn seine Mutter hört, was nächste Woche kommt, mein Neffe aus Knothole Glade. Er ist etwa in deinem Alter. Er hat ein Leben als Verbrecher vor sich. Ah, ja. Erwischt, du kleiner Taugenichts. Ich hörte, dass du schlimme Sachen angestellt hast. Beteiligung an ungehörigem Benehmen unter Mann und Frau. Dieses Verhalten ist... Wärst du älter, würden dich die Stadtwächter fest... Du musst entscheiden, ob sich dieses Verhalten lohnt, Junge. Ich will es jetzt mal dabei belasten. Oh, dem Himmel sei Dank. Hör mal, Junge, kannst du mir einen Gefallen tun? Ich muss mal dem Ruf der Natur folgen. Bleib hier und bewach diese Waren für mich, ja? Stell dich einfach zwischen die 2 Stapel und reg dich nicht vom Fleck. Ich leg ein gutes Wort für dich ein. Also, es dauert nicht. Mein Vetter sagt, in den Fässern dieser Lagerhäuser könnten tolle Sachen sein. Schnell! Zertrümmer die Fässer, während er weg ist, und guck rein. Falls du keine Angst hast. Falls du nicht mal eine Gruppe... Komm schon, wir zerdeppern was. Willst du nur wie eine Statue da rumstehen? Gut sein ist doch so langweilig. Würdest du nicht lieber was zerdeppern? Los, wir haben noch Zeit, bis er wiederkommt. Du bist ja so ein Langweiler. Fein, dann tu eben deine dummen guten Taten. Ausgezeichnet. Danke, Junge. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Ich sag deinen Paps, was für ein toller Wächter du bist. Ich hab Rosie verloren. Ich weiß nicht mehr, wo sie ist. Ich muss heute ihre Füllung wechseln und ich kann sie nicht finden. Hilfe, bitte! Sie ist ein hübsches kleines Bärchen mit einem blauen Flecken auf dem Fellrücken. Also ehrlich, wo steckt mein treuloser, fauler Mann? Ist bestimmt wieder bei so einem Weibsbild. Ich mache ihm den Haushalt, erziehe seine Kinder und was habe ich davon? Nichts. Sag mir Bescheid, wenn du ihn findest, ja? Wirklich? Also, aus dem mache ich Balverine-Futter. Danke, junger Herr, für die Information. Was willst du? Ich habe gerade mit diesem Nervbolzen zu tun. Er hat mit meiner Schwester und ihrem blöden Teddy gespielt und das hat mich genervt. Jetzt gibt er ihn mir nicht, weil ich gesagt habe, ich würde seinen blöden Kopf abreißen. Ich habe ihm gesagt, wenn er nicht tut, was ich sage, mache ich ihm die Hölle heiß. Nächste Woche will ich mehr Taschengeld. Holt ihn weg von mir! Hilfe!
Er geht durch die Stadt und verhaut alle, die kleiner sind. Aber du siehst kräftig aus. Was tust du? Uah! Tut mir leid, ich lasse ihn in Ruhe. Aber bitte hau mich nicht mehr. Danke sehr. Danke sehr. Hier, kümmer du dich um Rosie. Bei dir ist sie sicher. Rosie gefunden. Recht herzlichen Dank. Komm, Rosie. Wir wechseln deine Füllung. Etwas an dem Jungen ist anders. Treuloser Bastard! Ich sollte sie dir abhacken! Augen für dich, meine Süße. Beleidige mich nicht mehr. Ich danke dir für die Information, Junge. Treulose Tomate. Wenn du glaubst, dass ich für dich... Kleines Schwein. Wir hatten eine Abmachung. Treuloser Bastard. Ich sollte sie dir abhacken. Wir proben für ein Theaterstück. Ja, das war alles. Ich stehe zu meinem Wort. Hier ist deine Belohnung für die guten Taten. Aber wenn du glaubst, ich dulde deinen Unfug jetzt, dann irrst du dich. Sieh bitte zu, dass du keinen Ärger... Ich glaube, du hast schon genug beisammen, Sohn. Eurem Glück habe ich die... Schnell! Junger Herr, Sie gehören euch! Kleiner Bruder, ich hoffe, du hast nicht wie letztes Jahr vergessen, was für ein Tag heute ist. Tut mir leid, wenn ich dich gestern Nacht geweckt habe. Es war wieder so ein Traum. Ich stand auf diesem Feld, als was passierte. Aber ich weiß nicht mehr was. Aber egal, ich warte immer noch auf mein Geschenk. Ich wusste, ich würde Pralinen bekommen. Genau wie in meinem Traum. Los, wir gehen nach Hause. Mutter wird jeden Moment zu meiner Feier kommen. Warte, irgendwas ist hier faul. Räuber! Es geht tatsächlich los. Sie sind da. Erwischt! Das Böse war nach Orkwell gekommen. Räuber metzelten und verbrannten alles, was ihnen begegnete. Blutrote Flammen erhellten die Nacht, während die Dorfbewohner schreiend um Gnade flehten, doch bald lagen ihre Leichen in den Straßen. Dann erreichten die Angreifer das letzte Haus, wo ein Junge mit seiner Familie lebte. Wegen dieser Familie hatten sie das Blutbad angerichtet.
Der Vater kämpfte hart für die Seinen, doch er war kein Krieger und fiel tödlich verletzt. Die Räuber suchten überall im Haus, fanden den Jungen aber nicht. Weder Folter noch Drohungen lösten die Zungen seiner Mutter und Schwester, und die wütenden Angreifer entführten beide. Aus dem Wald sah der Junge, wie ihm alles genommen wurde, was er kannte, und wie sein ganzes Leben in Blut und Asche aufging. Er war allein. Wir müssen weg. Hier ist es nicht sicher. Sie sind alle tot. Du möchtest doch wohl nicht auch so enden, oder? Dann reich mir deine Hand. Hätte nicht gedacht, dass dir das auf den Magen schlägt. Na los. Spar deine Kräfte. Mit mir willst du nicht kämpfen. Du weißt es vielleicht nicht, aber ich habe dir gerade das Leben gerettet. In Oakvale gibt es nichts mehr für dich. Wärst du geblieben, wärst du jetzt schon tot wie der Rest von ihnen. Komm mit mir. Ich bin Mace. Vorsteher der Heldengilde. Du hast bestimmt schon davon gehört. Du findest in ganz Albion keinen sichereren Ort oder ein besseres Zuhause. Falls du nach Vergeltung trachtest, brauchst du das Training, das nur wir anbieten. Wir sind da. Ich werde dich dem Gildenmeister vorstellen. Er wird von jetzt an dein Lehrmeister sein. Ich habe einen neuen Schüler für euch. Er kann sich das Zimmer mit dem Mädchen teilen. Ihr seht mir nicht gerade nach einem zukünftigen Helden aus, aber Mace weiß wohl, was er tut. Tja, also dann folgt mir. Ihr teilt diesen Raum mit Whisper, einer unserer klügsten Schülerinnen. Sie spielt momentan im Wald. Aber ihr lernt sie morgen früh bestimmt kennen. Aber jetzt solltet ihr erst einmal schlafen. Euer Training beginnt morgen.
Zeit zum Aufwachen. Ihr müsst mein Zimmergenosse sein. Kleiner als ich dachte. Ich heiße Whisper. Bin schon seit einem Monat hier. Hatte das Zimmer für mich allein. Aber na gut. Wisst ihr, dass ihr im Schlaf redet? Hörte sich nach einem Albtraum an. Das geht vielen in der ersten Woche so. Manche halten nicht mal so lange durch. Na los doch, jetzt mal Tempo. Der Gildenmeister wartet im Kartenraum auf uns. Ihr wollt doch nicht schon am ersten Tag zu spät kommen. Folgt mir. Der Gildenmeister hatte wohl keine Lust mehr zu warten. Er ist wahrscheinlich auf dem Trainingsgelände jenseits des Flusses. Auf geht's! Das sind die Hauptschlafsäle. Ganz schön groß, zum Glück was? Müssen wir hier nicht schlafen. Riecht etwas komisch. Du schon wieder, Krümel? Alles klar, du kleine Sprotte? Entsetzlich. Wie ich sehe, konntet ihr euch von eurem Kissen trennen. Also dann, es ist Zeit, dass wir herausfinden, was in euch steckt. Steigt in den Ring. Ich will, dass ihr die Attrappe so heftig angreift, wie ihr könnt. Macht weiter, bis ich aufhören sage. Sehr viel habt ihr ja nicht gerade ausgerichtet, was? Hier, versucht es damit. Einfach mit dem Stock feste draufhauen. Ah, so ist es schon besser. Eliminiert ihr einen Feind wie die Attrappe hier, lässt ihr eine Erfahrungskugel fallen. Diese Kugeln enthalten das Wissen, das ihr durch das Töten der Kreatur erhaltet. Es ist sehr wichtig, dass ihr diese Kugeln einsammelt, denn sonst lernt ihr nichts. Jetzt hebt sie auf.
Gut gemacht, Junge. Nun denn, morgen werden wir... Das ist der Alarm der Gilde. Hört sich an, als wäre im Wald irgendwas im Busch. Das ist eine gute Gelegenheit, um euren Geist zu testen. Ich warte am Eingang zum Gildenwald auf euch, während ihr euch mit dem Problem befasst. Wenn ihr fertig seid, reden wir über den Beginn eures Trainings. Hallo auch, Jungchen! Ihr habt nicht allen Käfern den Garaus gemacht. Ihr könnt kein Heldentraining ab... Gut gemacht, Junge. Diese Käfer können eine echte Plage sein. Hier, ich glaube, dafür habt ihr euch ein bisschen Taschengeld verdient. Wenn ihr mehr Gold wollt, wendet euch an die Diener. Sie könnten sicher Hilfe brauchen. Ihr könnt jetzt die Gilde erkunden, es sei denn, ihr seid bereit, euer Training fortzusetzen. Komm.
Kommt zu mir, wenn ihr bereit seid. Nach dem Kampf gegen die Käfer seht ihr müde aus. Hallo, mein Kleiner. Hallo, kleiner Bursche. Hört zu. Könnt ihr mir aushelfen? Ende der Woche muss ich dem Gildenmeister einen Apfelkuchen backen. Aber ich finde keine roten Äpfel mehr. Ich brauche nur noch 4 mehr. Wenn ihr genügend findet, bringt sie bitte her. Ich belohne euch dann. Danke. Recht herzlichen Dank. Der Gildenmeister bekommt seinen Kuchen. Hier, bitte nehmt das. Recht herzlichen Dank, o Held. Bier, wenn's recht ist. Ich möchte ein Bier, bitte. Ich hätte gern ein Bier. Du bist ja so ein süßer, kleiner Kerl. Wer ist denn dein Vater? Ich möchte ein Bier, bitte. Ich will ein Bier. Hallo, kleiner Mann. Die Länge der Reise ist egal. Das Orakel muss beschützt werden. Wieso seid ihr so sicher? Wir brauchen euch vielleicht. Wer weiß, was alles auf uns zukommt. Die Zeichen sind zu stark, um sie zu ignorieren. Und die nördliche Einöde war zu lange von der Gilde isoliert. Dort kann ich viel erfahren. Hoffentlich denkt niemand, dass ihr vor einem Kampf flieht, um dem Tod erneut zu entrinnen. Ihr wisst ja, wie die Leute reden. Das ist mir gleichgültig. Möge der Tod euch verschonen, Mace. Worauf wartet ihr denn noch? Kommt herein! Das war Schnitter. Er war einst ein großer Held, als er noch Fleisch auf den Rippen und Blut in den Adern hatte. Jetzt ist er nur noch eine leere Hülle. Was versteht er schon von den Dingen, die wir entscheiden und tun müssen? Nein, Junge. Beim Gildenmeister sollt ihr euch melden, nicht bei mir. Ihr könnt jederzeit herausfinden, wo er ist, wenn ihr auf...
Musst du mir ständig zwischen den Füßen herumlaufen, du? Junge. Euer Weg ist dunkel. Nur Licht offenbart ihn, und ihr seid nicht helle genug. Wir streiten darüber, ob ich der schnellste Lehrling dieser Gilde bin. Ich bin in 50 Sekunden zur Dämonentür und zurückgerannt. Übertreff das! Na gut, lauft in 50 Sekunden zur Dämonentür und kommt zu mir zurück.
50 Sekunden habe ich gebraucht. Das hat keiner geschlagen. Wenn mein schlimmes Bein nicht wäre, könnte ich die Zeit schlagen. Unmöglich. Ich bin der schnellste Tut mir leid, ihr seid... Der Arroganteste seid ihr, das steht fest. Ihr schon wieder. Letztes Mal... Na gut, lauft ihr... Ich bin der Schnellste. Niemals nicht. Das... Ganz toll. Laufen ist eh was für Idioten. Das hat's euch gezeigt, was? Nach dem Kampf gegen die Käfer seht ihr müde aus. Eure Ausbildung wird in Kürze beginnen. Viele harte Jahre der Aufgaben und Vorbereitungen liegen vor euch. Die Gilde war jetzt das Leben des Jungen. Immer noch brannten die Flammen von Orgwell in seinen Gedanken. Aber bald dachte er nur noch an sein Training. Und mit jedem Jahr, das verstrich, wurde er stärker und beweglicher. Seine Tage waren angefüllt mit harten Übungen. Nachts studierte er in der Bücherei. Schließlich war er bereit, Gildelehrling zu werden, wie Mace es vorgesehen hatte. Jetzt sollte die wirkliche Ausbildung beginnen. Raus aus dem Bett, Schlafmütze. Wir sollten uns auf der anderen Seite des Flusses mit dem Gildenmeister treffen. Das war schon vor einer Stunde. Los doch, Beeilung, wer zuerst da ist. Schon wieder zu spät. Den alten Stock braucht ihr nicht mehr. Ab jetzt trainieren wir mit echten Waffen. Gewöhnt euch an das Gewicht des Schwerts. Mal sehen, ob ihr Whisper treffen könnt. Also kommt. Mal sehen, was ihr könnt, Bauerntölpel. Mehr habt ihr nicht drauf? Los doch, Jungchen, landet einen Treffer. Glückstreffer. Wie konnte das denn durchgehen? Los doch. Und jetzt passt auf.
Was ich euch jetzt beibringen werde, könnte euch eines Tages das Leben retten. Das Leben eines Helden ist sehr gefährlich. Und ihr müsst lernen, die Angriffe eurer Feinde abzuwehren, wenn ihr lange am Leben bleiben wollt. Whisper wird versuchen zu treffen, aber ihr könnt Angriffe mit eurem Schwert ablocken. Nicht alle Angriffe können abgeblockt werden, aber ihr solltet mit allem klarkommen, was Whisper sich für euch ausdenkt. Jedes Mal könnt ihr mich nicht stoppen. Gut. Mal sehen, ob ihr Angriff und Verteidigung miteinander verbinden könnt. Ah, hallo Donner. Ihr wollt sehen, welche Fortschritte eure Schwester macht, stimmt's? Könnte man sagen. Whisper erzählte, dass ihr sie mit einem Bauerntölpel trainieren lasst. Maze meint, dass der Junge großes Potenzial hat. Genug, um mit Whisper Schritt zu halten? Ha. Sehen wir uns das mal an. Whisper und der Junge arbeiten gerade an ihren Nahkampffertigkeiten. Also, Kinder, sehen wir mal, wer beim Training das meiste gelernt hat. Dies ist ein Duell ohne Regeln, genau wie bei eurer abschließenden Nahkampfprüfung. Macht euch bereit. Wie kommt denn das denn durchgehen? Das ist total falsch, Whisper. Du musst mehr trainieren. Wie schade, dass du mich nicht in der Arena kämpfen gesehen hast. Du hättest noch was lernen können. Trainiere weiter, wenn du auch eines Tages da kämpfen möchtest. Ich hätte ihn besiegt, hättest du uns nicht getrennt. Wir sind auch so schon knapp an Helden. Da müsst ihr beide euch nicht auch noch beim Training auseinandernehmen. Sprecht mit mir, um zum nächsten Trainingsabschnitt zu gelangen. Ich bin beim Bogenschießstand. Oh, noch was zu eurer Nahkampfleistung heute. Sehr gut, Jungchen. Kämpft weiter so und ihr werdet es weit bringen. Wir treffen uns beim Bogenschießstand zum weiteren Training. Solltet ihr nicht Bogenschießen trainieren? Ich kann eure Nahkampffertigkeit benoten, wenn ich zum Nahkampfring komme. Möchten irgendwelche Lehrlinge den Nahkampf üben? Es ist der letzte Tag, daher zählt dieser Nahkampf gegen Whisper. Also dann, Whisper und ihr geht in den Ring, dieselben Regeln wie zuvor. Ich habe einen besonderen Preis für euch, wenn ihr eine 1 Plus schafft. Wie konnte das denn durchgehen? Wie konnte das denn durchgehen? Gut, das reicht jetzt. Gut gemacht. Dafür gibt's eine 2. Ich habe ein schönes Schwert für euch, wenn ihr eine 1 Plus schafft. Ich habe ein schönes Schwert für euch, wenn ihr eine... Es ist der letzte Tag. Also dann, ich habe... Au! Mehr habt ihr nicht drauf? Gut, das reicht jetzt. Fast perfekt. Das gibt eine 1. Ich habe ein schönes Schwert für euch. Es ist der letzte...
Also dann, ich ha... Glückstreffer. Gut, gut, das reicht jetzt. Das war beeindruckend. Whisper sollte sich schämen. 1+. Für diese Note bekommt ihr von mir eine neue Waffe. Ihr habt es Whisper echt gezeigt. Solltet ihr nicht Bogenschießen trainieren? Gildenmeister. Seid ihr bereit für das Bogen? Setzen wir unser Training mit dem Bogen fort. Versucht zunächst, die drei feststehenden Ziele zu treffen. Gebt euch Mühe dabei. Je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet ihr an. Achtet darauf, dass ihr den Kreis nicht verlasst. Zuerst müsst ihr den Bogen bereit machen. Gut gemacht. Ihr habt alle Ziele getroffen. Leider halten die meisten Feinde nicht still. Daher sollten wir mal sehen, wie gut ihr bei beweglichen Zielen seid. Ihr habt eine Minute, um so viele Punkte wie möglich zu erzielen. Das vordere Ziel ist einen Punkt wert, das mittlere 3 Punkte und das ganz hinten bringt 9 Punkte ein. Und denkt daran, je weiter ihr die Bogensehne spannt, desto mehr Schaden richtet der Schuss an. Größerer Schaden bedeutet mehr Punkte, aber ihr müsst Kraft, Feuerrate und Zielgenauigkeit ausbalancieren. Sehen wir mal, wie gut ihr seid. Los doch, Jungchen, raus mit dem Bogen! Gildenmeister, ein mächtiger Mann. Großartig. Großartig. Gut geschossen. Gut gezielt. Als nächstes lernen wir die Willenskraft kennen. Sprecht mit mir, wenn ihr euer Training fortsetzen möchtet. Ich bin auf der Insel bei den Wasserfällen. Ich brauche jemanden, der den bei der Gilde nistenden Spatzen den Garaus macht. Dieses ekelhafte Ungeziefer. Diese elenden Sperlinge versauen die ganze Gilde. Seht sie euch nur an. Ich zahle 5 Gold für jedes erlegte Tier.
Kommt einfach zu mir, wenn ihr wieder eine erwischt habt. Möchten Lehrlinge im Bogenschießen benotet werden? Der Gildenmeister bat mich, alle Bogenschützen zu benoten. Wenn ihr eine 1 plus bekommt, ihr habt eine Minute Zeit ab eurem ersten Schuss. Wunderbar. Das war erstklassig. Wunderbar. Toll. Ihr habt einen neuen Rekord. Ich habe nie eine bessere Leistung gesehen. Eine 1 plus. Der Gildenmeister sagt, einem brillanten Schützen kann ich das geben. Das war gut geschossen.